Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Hirsio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 in 4K. Ja, wahrscheinlich der letzte Part. Wir stürzen Lord Payfall. Im letzten Part haben wir die Zeitmaschine repariert und Kia gerettet vor Jack the Ripper. Wir haben auch gegen Jack the Ripper gekämpft. Unbedingt nur anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. War ein spannender, cooler, abwechslungsreicher Part. Viele Stärken des Spiels gezeigt, coole innovative Ideen, die manchmal ein bisschen clunky sind, aber letzten Endes Spielspaß fördern, weil immer Abwechslung geboten ist. Ja, und jetzt soll man Lord Payfall stoppen. Ich würde mal sagen, los geht's. Du weißt mehr über diesen Ort als ich. Ziemlich sinnlos, dir eine Einweisung zu geben, oder? Wieso weiß ich viel über den Ort? Naja. Ich habe auf jeden Fall eine Gatling-Gun bekommen. Ja. Kein Katapult, kein Zwille, kein ultimatives Schild. Nein, eine Gatling-Gun. Wow. Die ultimative Waffe. Jetzt können wir ein bisschen Doom spielen. Doom Slayer. Plötzlich wird Medieval 2 ein Shooter. Türme der Kathedrale. Letzter großer Level. Gucken, ob ich das in zwei Teile mache oder in einen Teil. Ich will das eigentlich schon in einen Part machen. Vielleicht wird es ein längerer Part. Ja, Lord Payfall. Du kleines Arschgesicht. Zeit, endlich mal einen Schlussstrich hier zu setzen. Dich ein für alle Mal zu vernichten. Die Welt erneut vor den Mächten der Finsternis zu retten. Hier ist der Trödler. Hi. Dienste. Schild hole ich mir nicht aus Gründen. Ja! Okay. Das ist voll. Den Rest brauchen wir nicht. Ganz Geld ausgegeben. So, jetzt er wieder. Du bist weit gekommen, denn. An deine Stelle würde ich jetzt speichern. Boah, die Musik, die Atmosphäre. Die Kathedrale scheint ihre dämonischen Kräfte aus den gefangenen Seelen zu ziehen. Befreie sie und wir haben vielleicht noch eine Chance. Wenn du den Trödler siehst, solltest du vielleicht deine Superrüstung reparieren. Zu reparieren? Die ist so repariert. Was willst du? Honk, ey. So. Jetzt wisst ihr, warum ich den Schild nicht repariert habe, ne? Tja. Das ist hier so ein bisschen der Trick. La 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 la. Boah, 12 Seelen, das ist ordentlich, ne? Holla. Ging das nochmal? Ach so. Hä? Irgendwie kann man abwehren, während man klettert. Das wird leider jetzt wichtig. Ich muss euch nur so viele Waffen zeigen. Das Spiel ist viel zu kurz. Das ist echt ein Kritikpunkt. Das Spiel ist echt fucking kurz. So, brenne! Flammen der Hölle werden dich verzehren, Dämon! So, das ist die Flammenarmbrust. Die ist echt gut. Definitiv keine schlechte Waffe. Hier schütten die jetzt, glaube ich, Schwefel runter, ja. Das kann man aber tatsächlich blocken. Sehr schön, einfach die Dreiecktaste drücken, wie man es gewohnt ist. So, Kumpel. Ja, warte, warte, du! Und. Man soll sterben. Hält ganz schön viel aus, ne? Wir wollen nicht, dass du die Gatling Gun nutzt. Ja, ich kann mal die Flinte nutzen. Oh nein. Das ist ein fieser Kack. Sag nicht, da kommt jetzt noch so ein Dämon. Natürlich kommt noch einer. Boah, wie schnell der immer wieder nachlädt. Wie ein Super Shotgun bei Doom, ey. Nur obviously nicht ganz so stark, ne? Willst du jetzt sterben, oder? Gott, nervt der scheiß Kackdämon da oben. Boah, ist das ein Arsch. Hätte ich gar keinen Bock, den zu besiegen. Bringt doch eh nix. Kein Seelenkelch. Shotgun ist eigentlich auch eine Nahkampfwaffe, ne? Das wisst ihr. Ich wechsle mal wieder auf die Flammenarmbrust. Scheint auch sehr effektiv gegen diese Idioten zu sein, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem echt, die Gegner, die können was leider. Lord Payfall hat das Beste zum Schluss aufgehoben, ey. Seinen stärksten Dämonen, oh nö. Ja, also, nee, das fehlt jetzt, also. Ja, das normale magische Schwert, aufgeladen. Das
sind nicht so schlecht, Leute. Wir kriegen hier ein Silberschwert. Gut. Meinetwegen. Ist nicht schlecht. Seht ihr? Es kann wirklich was, aber es geht so schnell leer. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Noch behaltet die Flammenarmbrust. Und dann wechseln wir gleich auf Gatlingern. So. Dann geht der Flammenscheiß mal weg. Danke. Hallo? Hä? Das ist ja sauschwer gemacht. Oh mein Gott, der Level ist echt schwer. Schwer und frustrierend. Tja, wie machen wir das jetzt? Geht irgendwie nicht weg, das Feuer. Okay. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt. Ha! Kannst du mich nicht verarschen, Lord Payphon, deine Dämonenfreunde. Oh, die kotzen mich so an. Ich muss den töten, ne? Jetzt wird's Zeit. Ja, vorbei. Mit einem Blitz. Können wir nochmal auspacken. Boah, ist der stark. Euer Blitz kann auch wirklich was. Gott, die Musik ist so cool hier. Pech und Schwefel. Ja. Ja. Ich bin nicht gerade die Geduldigste. Boah, der hat aber eine Sequenz hier. Wird einem noch nicht erklärt, ne, dass man blocken kann. Beim Klettern. Sonst erklärt Winston jeden Scheiß. Aber das erklärt er natürlich nicht, ist klar. Boah, wie viele Dämonen hier sind. Gar kein Bock. Schnell weg. Ich will ihn nicht besiegen. Lalalala. Ihr wartet nur auf Gatlinger, ne? Guess what? Sie kommt immer noch nicht. Bei der Macht von Grayskull. Ja, der Blitz, der Blitz, der Blitz, der Blitz. Blitzdings. Ich hab da mein Blitzdings. Phew. Phew. So strong. Wirklich. Ist echt nicht schlecht. Ja, ihr habt gewonnen. Nein, habt ihr nicht. Ich bin so gemein, ich weiß. Da. Next one, please. Lebensbrunnen wäre ganz cool, ne? Wenn hier so viele starke Gegner sind. Herr Lord Payphon. Er dachte sich, nö, braucht's nicht so. Boah, wie nah ich dran bin. Das ist doch das Geilste. Viel Shotgun. Lädt so schnell nach, ne? Das ist so geil. Kein Lag. Ist echt eine gute Waffe. Ich mag die. Ist wirklich nicht schlecht. Wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kacke, aber sind auch die stärksten Gegner, glaube ich, die das Spiel zu bieten hat. Dafür schlägt sie sich ganz gut. Shotgun, guck mal. Not bad at all. Wenn ihr mich fragt. Not bad at all. Ah, von wo sie kommen, von wo sie nicht gekommen. That is the question. Okay. Du hast es nicht anders gewollt, du kleines Arschgesicht. Die haben aber auch eine heftige Schussfrequenz und der Schaden. Weil ich komme halb tot zu Lord Payphon angekrochen, ich sag's euch. Und hier ist der nächste, ist klar. Und noch mehr Dämonen. Ja, ja, ihr mich auch. Cool. Weißt du, wo ich gerade richtig Bock drauf hab? Schild reparieren. Rüstung reparieren. Oh shit, wir sind pleite? Hätte man doch das Geld gefarmt, ha? Hätte ich mal doch das Geld gefarmt. Mann, ich will wissen, wo die Kack-Lebensflasche war. Hier war die auch nicht zufällig, oder? Euch besiege ich nicht. Ihr seid zu stark. Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen.
Ihr seid cool. Oh, wenn ich gleich meine wahre Waffe auspacke. Meine wahre Macht dem uns wieder. Ihr werdet keinen Spaß haben, sag ich euch. Cool. Hier beschossen zu werden beim Klettern macht richtig Spaß. Da war aber noch eine Seele oder so. Die Tür ist auch nicht offen. Hui! Ja. Das ist sogar die Lebensflasche. Hier war die einfach so. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Bisschen unübersichtlich der Level. Vor allen Dingen so dunkel. Ja, das ist ja mal voll gemein. Was soll ich tun? Warum kann er nicht schneller klettern? Wie geht der Scheiß auf? Ah, jetzt ist es offen. Sesam, öffne dich. Der Abstieg. Der Abstieg. Du bist weit gekommen, denn an deiner Stelle will ich jetzt speichern. Der kannst du auch nicht mehr hören. Schreibt es in die Kommentare. Du bist weit gekommen, denn an deiner Stelle will ich jetzt speichern. Ist auch noch was Sinnvolles zu sagen, oder? Ja. Nö. Du bist weit gekommen. Speichern. Ihr habt gewonnen, Leute. Ihr habt gewonnen. Wir gehen in Endgame-Modus. Oh, Kathedrale. Orgelmusik. Muss ich mal in Kathedralen, in Kirchen denken. Der Abstieg. Der Abstieg. Die schlechte Kamera. Das ist auch ein Abstieg. Da wäre ich fast runtergepurzelt, ne? Das wäre ein schneller Abstieg geworden, das sage ich euch. Oh Gott. Kamera? Und ich habe schon einen Widescreen-Hack. Normalerweise siehst du viel weniger in dem Spiel. Normalerweise siehst du nur die Hälfte. Und wie oft habe ich hier schon Sachen nicht sehen können? Ich sag dazu mal lieber nichts. So, die Macht des magischen Schwertes. Das ist halt wirklich stark, ne? Das ist eine Waffe. Bis man das Schwert aber allerdings bekommt, finde ich die Axt am besten. Gegen manche Gegner noch der Hammer. Hammer-Axt und dieses Zauberschwert sind die besten Waffen des Spiels. Die flammende Armbrust ist auch ganz cool. Die Shotgun ist ganz cool und die Gatling Gun natürlich. Pfiu! Pfiu! Ich bin der ultimative Berserker. Guck meine Rüstung an. Oh no! Was ist hier für Dämonen der Finsternis? Juhuhu! What the fuck? Okay, die sterben aber sehr schnell, weil das Schwert einfach overpowered ist. Die erinnern mich voll an Guild Wars Gegner aus dem Riss des Kummers. Aber noch so Schattenkreaturen. Cool. Hallo? Warum hat die Tür so lange gebraucht? Tür so, ah, ich muss erst mal eine Tasse Kaffee trinken. Ah, okay. Ich muss mich eröffnen. Da war ja was. Das war cringe. Oh nee, was ist das denn jetzt? Jump'n'Run in Medieval? Again? Da hat doch niemand Bock drauf, oder? Ja, wir siegen erstmal diese Idioten. Die sehen ja krass aus, ey. Mit dem Helm. Ich erinnere mich irgendwie an die stärksten Ritter aus Hype the Time Quest, die dunklen Elite-Garden von dem Barnack, dem schwarzen Ritter, ey. Da erinnern die mich dran, aber wirklich. Festhalten. Kein Bock oder was denn? Nice. Dann halten wir uns halt nicht fest. Geht nur im Schicksal der Welt. Sonst nichts weiter. Das ist ja noch in Ordnung. Es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit. Was? Wie schnell seid ihr denn tot?
13 Overpowered. Oh nein, mir fällt gerade ein, ich habe euch noch eine Waffe nicht gezeigt. Zwar die Hühnerbeine. Machen wir noch. Machen wir noch. Zum Glück ist das Spiel noch nicht vorbei. Tja. Ich gucke erstmal, was hier drin ist, okay? Weiß ich nicht. Jump'n'Run in Medieval ist absoluter Bullshit, weil es kein Jump'n'Run-Spiel ist. Boah, ich hab irgendwie keinen Bock, die Seelen zu holen. Ich guck erst mal, was hier ist. Die letzte Lebensflasche erspielt's. Mensch. Wir haben alle 11. Die 100%. Einen weiteren Seelencase gibt's ja auch nicht mehr. Aber jetzt ist das Spiel 100%. Wir haben alles, was das Spiel zu bieten hat. Jo, aber sicher! Wo habt ihr das denn gelernt? Von Goku oder doch vom Freezer? Der Dragon Ball. Cheater, ey. Tja, das geht leider erst auf, wenn wir alle Seelen haben. That is the problem. Und dazu müssen wir leider Jump'n'Run meistern. Wo ich nicht wirklich weiß, wie das funktionieren soll mit dieser tollen Steuerung. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. Mann, ich will da hoch. Ich will da hoch. Hä? Ah. Alright. Kameraführung ist ganz toll, ne? Hallo. Ich werde an Fallschaden sterben. Gut gemacht, Lord Payphone. Sie haben nichts gerissen, sie haben nichts erreicht. Aber der Fallschaden, der war mein Gegner. Reiß dich zusammen, Gra. Ich mache jetzt Safe State oder so. Ich habe keinen Bock mehr. Mann, diese Sprungphysik ist so ein hingeschissener Kack, ey. Wirklich. Vor allen Dingen kombinieren mit dieser Kamera. Ich kann es nicht drehen. Ich kann es nicht drehen. Ich muss so springen. Das ist doch so ein Humbug, wirklich. So ein verfickter Scheiß. Guckt euch das an. Ich geh jetzt einmal rein und raus. Dann resettet sich vielleicht die Kamera besser. Nö, tut sie nicht. Ah, etwas besser ist es jetzt schon. Mach die Plattform doch noch dünner. Okay. So, und wie soll das jetzt funktionieren? Bitteschön. Das funktioniert doch gar nicht. Dan. Please. Wag es nicht. Hä? Das ist alles? Wow. Eine der schlechtesten Stellen der Videospielgeschichte, muss ich echt sagen. Wow. Und ich glaube lustigerweise, dass es gar nicht so gedacht ist. Boah, wie habe ich das geschafft? Ich glaube lustigerweise nicht, dass es so geht. Wir sehen uns, wenn ich da drüber bin. Ich cut das jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Da ich die Stelle absolut nicht verstehe, ich habe es jetzt wieder rüber geschafft. Machen wir einfach hier weiter, was soll's. So, der Geiz. Kronleuchter. Ja, Kumpel, ich habe eh kein Geld, ne? Ist ja nicht so, ist es gedacht. Nee. Hä, das war nur für den Trödler. Hä, wieso ist denn hier? Wieso ist denn hier, Leute? Ist doch scheiße. Ist doch absoluter Mist. Ich verstehe das nicht, wie das gehen soll. Die wollen doch nicht, dass sie einen Sprintsprung machen. Das können die nicht verlangen. Das ist einfach zu schwer.
Aufgabe. Diese Seite ist etwas einfacher als die andere. Ja, tatsächlich. Ach cool, ein Dämon. Willst du mich hier noch runterbuxieren, damit ich den Jump'n'Run-Scheiß nochmal machen darf? Stirb. Ich habe mit den Sprungpassagen schon genug zu kämpfen, das sage ich dir. Ja, genau. So ist es gedacht gewesen. Jetzt sind wir wieder komplett asozial mit der Kamera hier. Hier ist auch noch eine Lücke, bloß aufpassen. Der Tod wartet an jeder Stelle. Na, 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 na. Noch eine Seele übrig. Mensch, wo die wo ist. So war das gedacht. Dann nehme ich alles zurück. Dann war es nicht so kacke. Woher sollte ich denn wissen, dass die eine Seite einfacher zu besteigen ist? So ein Quatsch, ey. Hättest du jetzt falsch angenommen, ne, Dan? Ich hätte deine gesamte Familie verflucht, wirklich. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier? Ja. Oh Gott, jetzt kommt nochmal so ein richtig fetter Rätselraum. Ich glaub's ja nicht. Ich darf nicht vergessen, euch nur das Hühnerbein zu zeigen. Ach, das sind die Seelen. 12 von 12, wollte gerade sagen, hä? Was wollt ihr mir erzählen? Ja, gut. Wie sie verstehen, verstehen sie gar nichts. Zahnräder. War das gut? Nicht wirklich, oder? Can't believe I've done this. Oi, oi. Can't believe I've done this. Was habe ich für einen Scheiß gemacht? Habe ich mich jetzt gesoftlockt? Nee, nee. Warum die Hand? Für die Hand. Das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht. Ich bin aber auch immer scheiße in so Rätseln. Das wisst ihr ja eigentlich. Hol ab. Ne, war nur ein Glitch. Ich dachte, da wäre eine Lücke. Der Raum ist aber merkwürdig aufgebaut, ne? Ich weiß ja nicht mehr, was das Scheißding gemacht. Jetzt hat die irgendwas verpasst. Heftig. Keine Nische, wo ich rein könnte als Hand. Hä? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst, Leute. Das ist nicht gut. Warum ist hier eine Hand? Warum diese Dinge? Was bringen die? Keine Nische. Was ist das überhaupt für ein Fenster? Warum stehe ich auf dem Fenster? Als würde der Raum auf dem Kopf stehen oder so. Ganz komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß echt nicht, was ich machen muss, ne? Dieser Hebel bringt legit nichts. Habe ich echt was übersehen? Mach mich nicht schwach. Tja. Was ist das für ein Kotfleck eigentlich? Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dieser scheiß Hebel hier. Tja. Wahrscheinlich erst, wenn ein Zahnrad eingesetzt ist. Ich muss leider im Internet nachschauen, ob ich das irgendwo vergessen habe. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut und ja, in der Tat, ich habe ein Zahnrad vergessen. Und ich habe es doch so komisch gesagt, ne? Hä? Der Raum mit den Trödler, der ist ja echt komisch. Tja. Nee, der muss ja wieder da hoch. Das kratze ich euch bis gleich.
So ein mieser Shit. Tja. Ganz witzig sind wir heute, ne? Ah, oh, und dann schafft er wieder den Sprung nicht. Ja, Dan, du bist der Geilste. Du bist der Coolste. Du bist der Geilste. Na, na. Es muss der Supersprung sein und den habe ich nie benutzt. Im ganzen Let's Play nicht. Oh, ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, weil ich das nicht kann. Und jetzt ist es verlangt, ist klar. Okay. Ja, ich sterbe an Fallschaden, ich sag's euch. Das ist so ein behindertes Kack-Timing. Wirklich. Jetzt hat er nicht den Sprint gemacht, ja. Alle Gegner, kein Problem. Alle Bosse, kein Problem. Das Spiel, kein Problem. Woran scheitert's? An den Sprüngen. Lord Payphone, irgendwas läuft da falsch. Deine Dämonen sind Witzfiguren. Aber die Sprünge, das ist der wahre Scheiß. Das ist Pain and Suffering. Das ist die Hölle auf Erden. Das sag ich dir, die Sprünge sind das. So. Big in Business. Hä, wo war das denn? Da. Ja, ich weiß, ich überziehe den Part komplett mit Credits. Oh, ist mir jetzt egal. Ich glaube, das Zahnrad muss essen. Bei der Unten war ja auch ein Zahnrad, komischerweise. Was will ich denn? Steht sogar eins von zwei. Das goldene Rädchen. Mensch. Und der ganze Raum dreht sich. Eieiei, ist das böse. Solche Rätsel können richtig ätzend sein. Clever durchdacht, ja. War auch richtig böse. Gab es nicht sowas in Silent Hill 4 auch? Ich glaube ja. Hä, noch so ein Raum? Wollte mich komplett hops nehmen? Ah. Jetzt brauchen wir die Hände. Flip. Und. Ui. Jump-Run-Parcours mit der Hand. Tic-Tac-Trauma oder was? Mario 64. Das Tic-Tac-Trauma ist zurück. Und ihr wollt, dass ich da drauf gehe, oder was? Ihr seid ja witzig. Wuhuhuhui! Okay. Hi. Wollt ihr mir sagen, dass ich den ganzen Weg zurücklatschen muss? Kann ich die mit der Hand tauchen? Geht das nicht ein bisschen schneller mit der Hand? Ist ja allerhand. Ja, guck, das geht. United as one. Ja, und jetzt? Zahnrad. Bloß wo? Ich verstehe schon wieder nichts. Ich meine, seid ihr hier auf diesem Kanal gewohnt, ne? Ich würde das tatsächlich zurückdrehen. Falls es möglich ist. Genau. Hä? Kann den Raum mehrfach drehen. Das war das Rätselslösung. War ganz schön knackig, ey, die Rätsel hier. Gut. Ist auch das letzte Level des Spiels, ne? Was will man erwarten? Goldenes Rädchen benutzt. Now the show can go on. Fall nicht einen Hebel, wahrscheinlich muss ich es wieder drehen. Ja, natürlich muss ich es wieder drehen. Wie oft? Einmal, zweimal, 500 Mal? Da ist ein Hebel. Keine Ahnung, was er macht, aber wir werden ihn benutzen. I'm a simple girl. Ich sehe einen Hebel, ich drücke den Hebel. Da. Ah, das ist die Lösung für einen anderen Raum.
Aber wie muss ich den denn drehen? Hey. So vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das war schon mal nicht richtig. Das sieht gut aus. Na, ein bisschen komisch ist schon, ne? Seien wir in einer anderen Dimension mit den ganzen Gedreh und so. Na, wird euch auch schon schwindelig vom Rumgedreh. Mir auf jeden Fall schon. Hallo. Ich raste aus. Ultra Boss Deluxe, oder was? Sieht aus wie das Maskottchen von Iron Maiden, ey. Jetzt könnt ihr euch das Hühnerbein doch nicht mehr zeigen, ne? Boah, der ganze Scheiß stürzt ein. Wollt ihr mich verarschen? Nee, 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 nee. Nicht hier ganz gentleman-like elegant klettern. Sind schon wieder hier bei Zelda, oder was? Metroid. Dan. Oh, die Kamera macht's nicht gerade angenehmer, ne? Da geht's hin. Die Richtung. Boah, es hat echt Zelda. Ocarina of Time Vibes hier. 36 Sekunden. Ich weiß nicht mehr, wo der richtige Weg ist. Hat er mich verarscht? Ja, hier müssen wir auch noch hoch, ist klar. Schaff ich doch nie. Soll man das denn so schnell schaffen? Das war noch schön in die falsche Richtung, ne? Ja, klar. Ja, mal gucken, wie viele Versuche ich dafür brauchen werde. Ich sag 20. Weil ich keinen Plan habe, was ich hier zu tun habe. Ist ja. Die Kameraführung so toll ist in dem Spiel. Aber bis das Ding kommt, ne? Hä, wie geht das? Wach! Achso, da bist du. Ja, ja, jetzt stürzt eh alles ein. Ja, Game Over. Hab mich ärgert, dass ich das Hühnerbein nicht zeigen konnte. Oh, wie mich das ärgert. Wie mich das ärgert. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich kann den Spielstand nicht mehr laden, ne? Das ist halt Geschichte. Ich kann es euch nicht zeigen, das Hühnerbein. Naja. Basically ist so, du schmeißt es auf den Gegner und nimmst halt ein gegrilltes Hühnchen und dann kannst du einsammeln. Und dann heilst du dich. Das ist ein Instant Kill. Schon sehr stark. Hier habe ich echt keinen Plan. In welche Richtung ich da laufen soll. Bin ich letztes nach rechts gegangen, ne? Okay, jetzt nach links. Nee, ich glaube, ich. Ja, okay. So, kann das Ding jetzt mal bitte schneller kommen? Ah, jetzt ist der Kronleuchter auf einmal hier. Das Spiel, ne? Das macht mich kirre. Warum war der eben nicht da? Das war ein Bug. Ich bin wegen einem Bug gestorben. Ich hätte es doch gerade so geschafft. Willst du mich verarschen, Dan? Ja, wir werden alle sterben. Ja, Hühnerbeine für alle. Hühnerbeine für alle. Flumm, flumm. Bullshit. So ein Bullshit. Ja, kletter halt. Wir haben hier den ganzen Tag Zeit. Die Welt geht nur unter, ne? Die Welt geht unter. Eigentlich stürzt hier nur die Kathedrale ein, aber die Welt geht unter. Denn. Ist dir schon bewusst, ne? Bei der Macht des Hühnerbeins. Diesmal werden wir es schaffen. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Ja, die Macht des Hühnerbeins. Der Hühnerritter. Kauft alle Hähnchenschenke bei Sir Daniel Fortescue. Jetzt müssen wir allerdings sechs sein. Ja, run for your life. Ich hoffe, der setzt sich auch wieder unten. Nee, natürlich nicht. Das ist so ein G-Fiesta. So ein dummes RNG-Fiesta. Okay, und scheinbar muss ich jetzt hier irgendwo abspringen, wenn ich ganz oben bin, ne? Vier Sekunden noch. Boah, das ist ein sehr knappes Zeitlimit. Wenn ich das mal so anmerken darf.
sehr, sehr gemein. Was war das denn? Du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle will ich jetzt speichern. Ich höre ihn jetzt schon, ne? Der Dämon. Der Dämon ist Winston. Na? Ach, guck mal, wer da wartet. Du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle will ich jetzt speichern. Wir schon gewartet, ne? Wie so ein kleiner Camper. Fehlt nur die Schrotflinte, ach, die Sniper, ey. Schrotflinte, ich hab gerade überlegt, sie zu benutzen. Damit ihr den Gedankengang versteht. Dan, du lebst. Ich dachte, du wärst zerquetscht worden. Ich werde dem Professor und Kia die guten Neuigkeiten berichten. Ich weiß nicht, was dich an der nächsten Ecke erwartet. Geh besser vorher zum Trödler und besorg dir Munition. Ab jetzt musst du auf dich selber aufpassen. Also, alles Gute, Dan. Erst so, Dan, du lebst, aber erst... Du bist weit gekommen, Dan. An deiner Stelle will ich jetzt speichern. Und danach erst, Dan, du lebst. So richtig schlecht, ey. Was war das denn? Oh, cool, der letzte Lebensbrunnen. Dem ist die Energie so jetzt den Dämon plätten. Wow. Very nice. Drauf hat die Welt gewartet. Lieben wir. Kein Geld. Du bist lustig. Trödler nutzen, wenn man kein Geld hat. Echt sehr witzig. Das nehme ich jetzt. Vielen Dank. Du gibst wohl niemals auf, was? Ich wusste, dass du die letzte Seite von Zaroks Buch für mich finden würdest. Du hättest dich mit mir verbünden sollen. Wir wären ein gutes Team. Leider muss ich aber mit diesen zwei Schwachköpfen auskommen. Aber Meister, ich... Schnauze! Denk darüber nach, Daniel. Eine Ewigkeit an meiner Seite, mit meiner neuen Macht... könnte ich dir sogar wieder Fleisch auf deine alten Knochen saugen. Niemals werde ich dir folgen. Was war das? Könntest du das nochmal murmeln? Nein? Na dann eben nicht. Ihr zwei könnt euch noch einmal beweisen. Tötet ihn, während ich den Spruch entziffere. Oh geil, die Honks nochmal bekämpfen. Kann ich jetzt was mit den Hühnerdingern machen? Nicht wirklich, ne? Gegen die geht das nicht, gegen Bosse. Ist ja was, ich werde einfach den Spielstand laden und nochmal in eine andere Welt gehen. Ja. Das Bonusende muss ich euch auch noch zeigen. Oh, die sind aber stärker geworden. Wow, wow, wow. Holla. Ihr seid besser geworden. Respekt. Naja, wirklich viel Respekt habe ich vor euch nicht. Ihr seid echt besser geworden. Krass. Na, Dogman, du bist gleich Geschichte. Holler Fettsack. Boah, die Schockwelle jetzt war echt in sich. Der blockt auch jetzt, ne? Okay. Finde ich nicht gut, was er hier macht. Ja, er ist tot. Jetzt nur Gex. Wow, er ist auch agiler geworden. Auf einmal sind die stark. Er macht halt den typischen Gex-Move, ne? Den Schwanzschlag. It's Tail Time. Er ist einfach Gex. Gex, Gecko lässt grüßen, ey. Ja, dich kriege ich leider nicht, Freund Nase. Ja, der ist zu agil. Okay. Du hast es nicht anders verdient. Boah, ist die overpowered, diese Waffe. Holy shit. Ja, Lord Payphone. Die Musik so. Der ultimative Apex. Der ultimative Bosskampf, Lord Payphone. Hallo, deine Lakaien sind schon tot. Ich weiß, du hast nicht damit gerechnet, aber sie sind schon tot. Wo bist du? Shit, ich glaube, ich muss weitergehen. Ja, gut. Das war jetzt fail. Jetzt kommt der eigentliche Boss. Oh, du hast meine geliebten Diener umgebracht. Wie tragisch und wie furchtbar überraschend. Tja, Daniel, es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist dein Spiel vorbei. Es wird Zeit für dich zu sterben. Jetzt Plot Twist. Es kommt das Icon of Sin aus Doom. Sieht wirklich so aus. Icon of Sin. Boah, ist das demonic, ey. Wirklich. Gruselig, verstörend, absolut dämonisch. Den Satan beschworen, beziehungsweise Lord Payphone. Baphomet, ey. Sieht wirklich so ein bisschen so aus. Ja, Kamera? Danke. Komischer Angriff. Oh, wie ging das nochmal?
Ich meine, Dämon selbst kann man nicht erwischen, nur Lord Payphone. Das macht, tut so, als wäre ein Bomber aus Advanced Wars oder was. Haben wir es nochmal? Okay, Flammenschockwelle, okay. Sieht ja nicht mal die Energieleiste. Ah, jetzt können wir den, glaube ich, angreifen. Ja. Jetzt der Dämon so. Du Arsch, du hast mich angegriffen. Du hast mich beschworen. Du bist mein Meister, aber ich lass mir nichts sagen von dir. Ja, macht nie einen Pakt mit den Satan, Leute. Das ist ein Beweis. Der Dämon sich ist... Okay. Ich wollte ihn gerade taunten und verspotten. Ich wollte gerade sagen, der Dämon sich ist gar nicht so gefährlich, weil der Lord nervt halt mit diesen scheiß zielsuchenden Bomben. Ah, jetzt zwei. Boah, ist das ein Arschgesicht, ey. Jetzt der Dämon gar nicht beschwören müssen. Du bist doch selber viel krasser mit deinem Raumschiff. Denkst du auch, du bist in Star Wars oder was? Hat nicht gezählt? Wow. Leider ein sehr schwerer Bosskampf. Mit sehr schwer meine ich sehr schwer. Ja. Weil das Zeitfenster, diesen Lord Payphone mal einmal zu erwischen, sein kacktes Raumschiff da, die ist echt ein bisschen tricky. Jetzt kommt wieder die Flammenwelle. Zwei Wellen hintereinander, ist nicht schlimm. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich dich mehrfach erwischt, mein Freund. Ja, Energieleiste, Hälfte weg. Wird aber immer schwerer. Ah, die Musik ist auch wieder so geil, ne? Okay. Ich glaube, es war sogar intended, dass du einen Supersprung hier nutzen musst. Braucht man aber nicht. Kommst auch so über die Flammen, tatsächlich. Ah, Lord Nervensägen Thorn, ey. Boah, ist er nervig. Schlimmer als der Dämon, ich sag's euch. Ups. Ja, mit der Gatling Gun ist leider nicht so agil, ne? Boah, voll ins Feuer. Na gut, egal. Wir haben ja noch genug Leben, zum Glück. Hat das gezählt? Ja. Du Arsch! Ich glaube nur einmal in der Geschichte. Vier Treffer, basically. Ah, die Hitbox, ey. Zum Glück zieht er gar nicht so viel ab. Erinnert so ein bisschen an Icon of Sin, ne? Also du. Ja. Jetzt kommt erst eine kleine Schockwelle und dann zwei kleine hintereinander. Tricky. Boah, ist das gemein! What the fuck? Das ist ein Scheißbomb. Guck mir den Dämon. Ich habe keine Probleme. Und mit Lord Arschgesicht habe ich Probleme. Vorne hat er nämlich ein Schutzschild. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Kannst nur von hinten erwischen. Muss den Motor erwischen. Ja, war's das? Ich glaube, das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben gesiegt. Und jetzt kommt das Bad Ending. Kein Scherz. Wenn man alle Seelenkelche hat, kriegt man das Bad Ending. Das wird jetzt sehr seltsam. Zeige ich aber auch noch das gute Ending. Per YouTube am Ende des Spiels. Jetzt wäre es wohl an der Zeit, meine Niederlage einzugestehen. Aber das werde ich niemals tun. Wenn ich untergehe, werde ich euch mitnehmen. Seltsam. Ich wollte immer nur ein wenig Respekt. Und natürlich die Weltherrschaft. Dass mich die Leute bestaunen. Das hier werden sie nie vergessen. Nicht schon wieder fliehen auf Zeit. Aber wollen uns nicht alle super schurken, nur Respekt und Weltherrschaft und immer das gleiche Gelaber. Die Welt ist erneut. Ach,
Wie dumm bist du denn? Zeitreise zurück ins Zeitalter von Zarok und der hat jetzt komischerweise den Kopf von Lord Pelforn. Absolut seltsam. Ja, Medieval 2. Für den Nachfolger? Jein. Der erste Teil ist einfach zu iconic. Mittelalter-Setting, Labyrinth und die Anstalt und so viele coole Sachen, die einfach so legendär sind mit dem Kürbisfeld und so. Hier ist halt dieses London-Setting im 19. Jahrhundert. Ja, 18 hat irgendwas, sondern das 19. Jahrhundert. Und naja, dann ist es halt nicht mehr medieval, ne? Kein Mittelalter mehr. Und das fanden viele nicht so cool, aber das Spiel ist trotzdem sehr nice. Es gibt neue Level, was ich nicht mochte, Kloaken. Ja, jeder Level hat so ein paar Sachen, die ein bisschen nervig waren, ne? Das Museum eigentlich jetzt nicht, zwar ein guter Tutorial-Level. Dann hatten wir Kensington, das war halt das Setting, diese Stadt und so, nicht so medieval-typisch. Trotz der Atmosphäre und die Musik natürlich grandios. Und dann mit der ägyptischen Krypta hatte eigentlich auch was. Generell sehr abwechslungsreich, das Spiel. Dann gab es den Jahrmarkt, ein paar Minispiele, ganz witzig, hätten sogar mehr Minispiele für meinen Geschmack sein können, aber das haben sie da in Medieval Resurrection gemacht. Ja, aber da gingen mir die Elefanten auf den Sack, wirklich. Die Elefanten waren so nervig. Habe ich gar nicht enjoyed, wirklich. Die Elefanten. Ich sag ja, alle Level irgendwie cool, aber haben auch immer so einen kleinen Kritikpunkt. Greenwich waren halt die nervigen Aliens. Ansonsten sehr starker Level von der Atmosphäre und so. Vögel waren ein bisschen nervig, ja. Aber Level an sich war cool. Halt auch nicht so ein typisches Medieval-Setting, aber generell die Atmosphäre hat mir in den Level sehr gefallen. Dann gab es noch das Kürbis-Level, das war so ein bisschen Hommage an den ersten Teil, aber ja, wie gesagt, das ist der beste und schlechteste Level zugleich. Diese Ideen sind cool, aber mit der Kamera, mit der Kampfsteuerung und allem, ne. Dadurch das beste und schlechteste Level zugleich. Dann das mit Bauer, dein Monster. War eine coole Idee, der Bosskampf war viel zu schwer und die Steuerung zu clunky. Nervig, einfach nur nervig. Der beste Level war wahrscheinlich die Wolfram Hall mit den Vampiren, Rätsel und ein bisschen gucken und schleichen. Das war echt sehr geil. Und auch der coolste Bosskampf im Spiel. Der Dämon war ja auch nicht schlecht, der Boss, aber der beste war halt der Graf, der Vampirgraf da. Ja, die Kloaken waren halt kacke, die Zeitmaschine war cool. Und der letzte Level war halt ein cooler finaler Level, der nochmal viel geboten hat, Schwierigkeitsgrad, Abwechslung. Sehr abwechslungsreich. Aber wie gesagt, viele Ideen sind Hit und Miss. Nicht alles ist toll an dem Spiel. Das ist leider das bittere Schicksal von Medieval 2. Viele mochten es halt nicht, weil es zu schwer war, nicht mehr das typische Setting hat. Aber es wollte etwas Neues probieren, zusammen eine Story haben. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Der Dämon. 6 Stunden. 6 Stunden, das Spiel ist auch verdammt kurz. Ja, das PS1-Spiel, das PS1-Spiel, die halt. Ich kann euch die Hühner nicht mehr zeigen. Kann ich Level verlassen, bitte? Bitte. Bitte. Ich will euch nicht mehr die Hühner noch zeigen. Ja, was soll ich sagen? Also. Hoher Schwierigkeitsgrad. Manche Stellen ein bisschen kryptisch. Die Sprungsteuerung ist absolut kacke. Die Kampfsteuerung ist einfach nur kacke. Die Kamera ist kacke. Merkt man wirklich das Alter des Spiels. Das Spiel ist nicht gut gealtert. Auch wenn es super viel Spaß macht. Das war ein bisschen problematic. Wenn ich ehrlich bin. So, wo können wir es jetzt testen? Eigentlich, ja. Eigentlich ja hier, ne? Museum. Spielstand speichern wir überhaupt nicht. Machen wir einfach mal. Ist cool, dass man doch noch zurück kann. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich zeige euch jetzt noch die Hühnerschenkel und dann das
Good Ending. Ja, Soundtrack sehr atmosphärisch. So ein bisschen Nightmare Before Christmas-Style. Richtig cool. Sehr passend Medieval-Style. Das fühlt sich wirklich wie Medieval an. Grafik. Ist gar nicht so schlecht, ne? Für PS1-Verhältnis ist jetzt auch nicht amazing. Wirkt halt amazing durch meinen Emulator 4K-Resolution mit Widescreen. Das ist aber natürlich nicht native so. Normalerweise sieht das Spiel nicht so gut aus, das kann ich euch sagen. So, jetzt aber. Zu guter Letzt belohnen wir uns jetzt noch mit Hühnchen. Ist das dumm? Brathuhn benutzt. Mensch. Ihr werdet auch zu Hühner. Oder auch nicht. Boah, die sind voll schwer zu benutzen irgendwie. Und die kriegst du halt nur auf dem Jahrmarkt. Kriegst du halt nie wieder, ne? Genau wie im Blitz. Wenn das einmal weg ist, ist es weg. Außer man kann nicht farmen, das weiß ich nicht. Boah, also hier mit zu zielen, das ist ja echt eine Challenge für sich, sag ich euch. Ist halt Instant Kill, ne? Auf alle Gegner. Und Heilung. Das ist schon cool. Na gut. Ja, was gibt's sonst noch zum Spiel zu sagen? Nicht viel. Ich mache das ja so, dass ich immer generell Kritikpunkte sah während des Spielens. Kennt ihr eigentlich das meiste? Ja, und das Backtracking. Ganz große Grütze jetzt, wo ich sehe. Diese Hände. Es bringt einfach nichts. Backtracking ist der größte Kritikpunkt. Ich mag das Spiel. Ich feiere das Spiel. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte nur mit einem Level keinen Spaß, waren die Kloaken. Mit dem Let's Play hatte ich extrem viel Spaß. Endlich mal wieder Medieval. Das hat sich so nostalgisch und so richtig angefühlt, das mal wieder zu spielen. Aber das Backtracking, das war ganz große Scheiße. Das kann man nicht gut reden. Dann machen sie so eine coole Mechanik da rein. Neue Idee, dass du alte Level nochmal bereisen kannst oder solche Nischen erkunden kannst. Dann machen die nichts damit. Das war einfach nur Kacke. Das eine Minispiel, Rette die vier Hände, war zwar cool. Aber in anderen Leveln nichts. Niente. Nothing. Das war halt echt mies. Bosse waren cool. Story war ganz nice. Ja, alles in allem. Echt cooles Spiel. Sehr viel Spaß gemacht. Und was nicht gut ist, dass die Lebensbrunnen nicht respawnen. Was das Spiel nochmal deutlich schwerer macht. Aber ihr habt ja gesehen, das Spiel ewig nicht gespielt und kam gut durch. Gott-Gamerin, sagen manche. Ja, ich bin eine gute Gamerin. Aber das Spiel ist nicht leicht. Wenn ihr selber spielt, ihr werdet komplett gestompt. Ist halt ein bisschen zu hart, würde ich sagen. Außer man will halt so einen Schwierigkeitsgrad, ne? Ich sag ja, Dark Souls von damals. Naja. Ansonsten nichts weiter hinzuzufügen. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch dieses Let's Play gefallen hat. Schreibt eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Und sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play. Happy Halloween. Ich denke, es war ein cooles Halloween-Projekt. Und ja, weiter geht's mit einem Nicht-Halloween-like-Spiel. Wer hätte es gedacht? Stay awesome, euer ist hier, aber bleibt dran. Es gibt noch das andere Ending. Das Good Ending, wenn man nicht alle Seelenkelche einsammelt. Ist ein bisschen komisch, ne? Bad Ending, wenn man alle Seelenkelche holt. Good Ending, wenn man nicht die 100% hat. Hä? Echt strange. Naja, genießt das andere Ending und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. Ciao! Das Ending ist leider kein, denn es gab nie ein Medieval 3. Sie verschwinden zusammen im Sarg. Und man hat sie nie wieder gesehen. Romantisch, aber eigentlich auch traurig für Medieval als Serie. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier
auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!